Guten Morgen, liebe Freunde. Wir fahren jetzt weiter nach Kuchang. Freuen uns drauf. Kennen wir und lieben wir. Und ja, jetzt warten wir auf den Bus. Leider hat die Patti gerade festgestellt, dass sie ihre Ohrringe noch vergessen hat im Raum, im Hotel. Und ja, jetzt hoffentlich kriegt sie sie wieder. Der Typ war schon da, ich warte jetzt mal auf sie. Wenn sie die vergessen hat, dann ist sie stinksauer. Deswegen hoffe ich, dass sie sie findet. Oh, und? Gefunden? Zum Glück. Ah, Gott sei Dank. Der Typ war schon da, wir müssen gleich weiter. Ach so. Okay, okay, los geht's. So, wir sind jetzt 2,5 Stunden Bus gefahren und machen jetzt hier 30 Minuten Rast. Hier gibt es jetzt nicht so viel, aber wir haben so ein paar Kekse gekauft und so, weil wir einfach aus Erfahrung wissen, bis wir dann wirklich auf der Insel sind, wird es safe. Ja, also bis wir zum Essen kommen, sag ich mal 17 Uhr oder so. Von dem her ein bisschen was zu knabbern jetzt und dann geht die Reise auch schon weiter. Und ja, wir fahren mit einem Minibus mit so 6-7 Leutchen, ganz gemütlich eigentlich. So sieht aus. Matthias, da hinten sind deine Verwandten. Ja, aber. Das hier hinten ist übrigens unser Bus, also so sehen die immer aus. Da passen so, boah, ja, 8 Leute oder so rein. Lass mich mal überlegen. 3, 4, 5. Ja, so 8 Leute passen ungefähr hier rein. Die Haare flattern im Wind. Was heißt das? Wir sind endlich auf der Fähre. Die Luft ist gut. So schön gerade. Wir haben einen Langbus gefahren, über 6 Stunden. Gefühlt den ganzen Tag gefahren. Ja, ist so. Viel zu viel Pausen gemacht. Ja. Jetzt haben wir beide Kopfweh und deswegen trinkt Matthias gerade einen Kaffee und ich die Cola. Das hilft immer ganz gut so ein bisschen. Ja, und jetzt zeige ich euch mal den Ausblick. Das ist nämlich echt schön. Vom Wind sind wir jetzt wieder in einem Minibus, weil der ist nämlich mit auf die Fähre drauf gefahren und fährt uns jetzt quasi von der Fähre, vom Fähranleger zu dem Strand, wo wir wohnen. Praktisch bei dem Minibus, weil sonst ist es so, dass man mit einem Bigbus fährt und dann am Pier einfach mit einem offiziellen Taxi fährt. So, da haben wir sie. Rucksäcke, Rucksäcke. Los geht's. Und? Hä? Alles klärchen? Ja, ich schaue nur ein bisschen auf den Weg. Ich stolper ja. Oder so. Ja, ja, schau auf den Weg. Der altbekannte Weg zum ja. White Sand Beach. Wir also kennen es. Seit 2012 nicht verändert. Nee, da verändert sich auch nichts. Geil! Wir sind zu Hause! Jetzt sind wir hier, so eine geile Urlaubsstimmung auf Kuchang. Ich weiß nicht, ich mag das voll. Manche mögen das ja nicht so gerne, aber ich liebe diese Urlaubsstimmung. Das ist so eine Leichtigkeit und die Leute sind gut drauf und irgendwie geil. Matthias hat gerade einen Schlüssel geholt. Das ist unser Zimmer und hier ist das Meer. Also das nenne ich mal richtig nice. Wir wissen, dass es klein ist und jetzt gehen wir absolut live mit euch rein. Ne? Wir gehen live mit euch rein. Also ich finde schon mal Veranda ist halt geil, ne? Also sorry, das ist mega nice. Ich habe nur so schmutzige Schuhe, dass ja, ich auch total schmutzige gehe jetzt gerade auch nicht rein. Okay, ich zeige es euch gleich. So, jetzt aber wirklich First Impression. Okay, das ist das Zimmer. Hier oben ist das Bett. Oh, größer als ich gedacht habe. Also wir haben hier hinten noch richtig fett Ablage, hier oben Ablage. Hier haben wir sogar ein Schränkchen. Ich habe es mir viel kleiner vorgestellt. Mhm. Schauen wir auch noch mal ins Bad rein. So, warte, ich zeig's euch so. Toilette. Und ich nehme an, hier in der Ecke ist dann irgendwie Dusche. Ja, läuft. Das ist so eine geile Q hatten wir auch noch nicht, ey. Richtig cool.
komm da runter. Ja. Also so eine geile Aussicht hatten wir auch noch nicht. Das ist echt, also das ist was Besonderes, oder? Richtig geil. Und warum ich gerade auch gesagt habe, dass es größer ist als erwartet, beim Internet stand 6 Quadratmeter. Und wir zahlen hier jetzt auch aufgrund dessen, dass jetzt noch neben so sollst, mit 330 Baht die Nacht. Aber gut, der Hammer. Super günstig. Ich bin gut angekommen. Cool, ja. Ja, jetzt mega. Genießen wir das. Geil. Und es ist sogar mit Frühstück. Richtig krass. Also wir wissen noch vom letzten Jahr, was es zum Frühstück gibt. Es gibt halt so, kannst aussuchen, so Toast mit Eiern oder irgendwie Reis mit Gemüse oder irgendwie Obst. Richtig gut. Da komme ich in Fahrt, wisst ihr, da schlägt mein Low-Budget-Traveler-Herz, wenn ich Zimmer sehe für wenig Geld, die intelligent ausgestattet sind. Weil ich kenne ganz viele so Bungalows, da kommst du rein, da ist nichts drin, ne? 4 Wände und ein Bett. Und hier, es ist ein kleines, wirklich kleines Zimmer, 6 Quadratmeter im Endeffekt. Aber sie haben an den Schrank gedacht. Das ist so geil einfach, damit man eine Ablage hat. Hier sogar ein Nachttischkästchen. Hier hinten ist eine ganze Ablage verbaut. Dann haben sie hier, anstatt das Bad größer zu machen, haben sie hier eine Ablagefläche. Das ist so viel wert. Und hier eine Stange zum Klamotten aufhängen. Gerade wenn man einfach unterwegs ist, Wäsche selber waschen muss und so weiter, dann sind es diese Details, auf die es ankommt und die ein Zimmer liebevoll und wohnlich machen, finde ich einfach. Und deswegen, also Roxanne sind wir jetzt schon zum dritten Mal, weil es einfach eine Mega-Adresse ist. Ich packe euch den Link in die Infobox. Da gibt es für jedes Budgetzimmer, also das geht los von irgendwie 10 Euro die Nacht bis rauf zu, ich glaube, 60, 70 Euro die Nacht. Es ist herrlich warm. Ich hätte es nicht gedacht, dass es doch so warm ist. Also ich bin vorhin mal mit den Füßen so rein, da kam es mir frisch vor, aber es ist echt warm. Dachchen. Dachchen, es ist so herrlich. Ich war jetzt echt schon ein bisschen länger nicht mehr am Meer. Seit Mai, Anfang Mai, schon ein bisschen her. Es ist so richtig im Meer und so halt. Meer. So. Oh, und es ist so herrlich. Michi, hast du schon gezeigt mit dem Dschungel hier? Nein. Ich mal. Zeig. Schaut mal, das ist unser Ausblick und das ist auf keiner Insel so schön wie auf Koh Chang, dass man hier die Ressorts in den Dschungel reingebaut hat und dahinter gleich der Dschungel losgeht, die Affen an den Strand kommen. Das ist nirgends so wunderschön wie auf Koh Chang. So, wir haben jetzt beschlossen, wir gehen erstmal zum Supermarkt und decken uns ein mit Anti-Mücken-Spray, weil das hier am Meer wieder komplett krass ist. Und gerade so zur Dämmerungszeit und so, man muss da schon ein bisschen aufpassen mit den Mücken. Jetzt gehen wir erstmal in 7-Eleven, gell? Ja, genau. Braucht man ja nicht Dengue oder so ein Quatsch. Ne, braucht man nicht unbedingt, sag ich mal. So, gleich mal protecten hier. Immer schön drauf. Aber das riecht gut. Das ist echt okay. Braucht man sich nicht aus Deutschland mitbringen. Wir sind gerade in dem Restaurant von unserer Unterkunft und ich finde es auch eines der schönsten Restaurants, wenn man hier auf Koh Chang ist, weil man hier echt wie über dem Wasser sitzt und es super, super schön hier ist. Ja, ich finde das auch. Schau dir das an. Da ist es. Ja, ist toll. Ja, jetzt gibt's erstmal Essen. Ja, wir haben fast nichts gegessen und außer ein paar Schichte. Das war's. Ich hätte so Lust auf einen Papaya-Salat, auf was Frisches. Ja, den gibt es sehr guten sogar. Ja. Gut, bis später. Das ist ja eine geile Bettstimmung hier. Voll gemütlich. Schau dir das mal an, das ist wie ein Hochbett so ein bisschen. Da steht ja. Genau, da umschlafen wir und dann hören wir das Meer rauschen. So ist es, ja gut. Wir sagen gute Nacht, oder? Ja, gute Nacht. Es war schön, dass ihr uns begleitet habt und wie immer einmal abonnieren und einmal hier einen der letzten Vlogs. Genau, bis dann. Tschüssle. Ciao.